Wenn die Eltern es vorher nicht gemacht haben, werden die es später auch nicht machen. Und dann wollen die Kinder das auch nicht. Das ist der Punkt. Das ist genau wie du sagst. Schlussendlich ist es eine Erziehung, nicht für die Kinder nur, sondern für die Eltern genauso. Und das ist eine Investition in das Leben des anderen. Ich hatte heute ein ganz interessantes Gespräch. Und zwar ein bekannter Geschäftsmann fragte mich, ob ich ihm helfen könnte auf irgendeine Weise, weil sein Sohn ist absolut in die Spielsucht abgefallen. So, und dann haben wir etwas länger miteinander gesprochen, hat sich herausgestellt, dass er schon bereits seit ein paar Jahren völlig in die Spielsucht hereingefallen ist. So, wir haben ein bisschen unterhalten, was es sein kann, was es in welche Richtung es geht. Das Thema ist, dass zumindest aus meiner Sicht, was verloren gegangen ist, ist eben dieser Austausch, familiäre Austausch, Umgang in der Family mit den digitalen Medien. Ich wollte gerade sagen, sowas merkt man ja oder man beobachtet ja oder man sieht ja, wie viel Zeit verbringt das Kind überhaupt. Ja, das ist immer wieder diese Grenze. Ja. Das heißt, man möchte einerseits die Kinder beschenken, ihnen unwahrscheinlich vieles geben. Man möchte unbedingt ja den iPhone geben, den letzten iPhone geben oder wie auch immer und das letzte Spiel und PlayStation und so weiter. Das ist auf einer Seite, aber auf der anderen Seite verbringt das Kind dann und es saugt ihn richtig regelrecht in das System ein. So, und er sagte, die haben versucht, aber nach einer bestimmten Zeit gab es einfach nur Streitigkeiten in der Family. Er wusste aber noch nicht, dass es wirklich diese Sucht ist. Und die Sucht, die er dann später gemerkt hat, als er auf die Uni ging. Das heißt, er war dann irgendwann mal aus dem Haus raus und war dann in der Uni. Und er dachte, der wäre in der Uni. Später irgendwann mal rief dann die Universität an und sagte, okay, schaut mal, irgendwas stimmt nicht mit ihrem Kind. Er ist schon so viele Monate nicht in die Schule erschienen. Und ja, und dann später hat sich herausgestellt, der ist nur am Zocken, der ist wirklich nur an Sucht an Zocken. Und als er sich damit auseinandergesetzt hat, hat er verstanden, als die Psychologen mitgeteilt haben, dass die Spielsucht die schlimmste Sucht ist überhaupt. Das heißt, selbst irgendwelche Drogen zu nehmen, ist es viel eher die Möglichkeit, das Kind eben zurückzugewinnen, als die Spielsucht. Boah. Ja. Umso wichtiger ist es, gewisse positive Kontrolle beizubehalten. Man sagt ja ganz schnell, die Kinder nicht zu kontrollieren, die Eltern sollen nicht, die sollen die lassen und so weiter. Aber da, gerade da sind die Gefahren, meiner Meinung nach, da wo man diese Kontrolle, positive Kontrolle aufgibt, da übernimmt das Medium die Kontrolle. Dass die Eltern einfach beteiligt sind am Leben des Kindes, das ist das A und O, weil dann weiß das Kind auch, dass es nicht egal ist oder dass die Familie für ihn da ist. Diese Gemeinsamkeit als Vater und Sohn in dem Spiel, ja, er spielt, ja, er zockt, aber ich bin mit ihm dabei und sitze nicht irgendwo. Aber ich glaube, das geht dann auch aus früheren Jahren. Dass man wächst hinein sozusagen. Wenn die Eltern es vorher nicht gemacht haben, werden die es später auch nicht machen. Und dann wollen die Kinder das auch und nicht. Und das ist der Punkt. Das ist genau wie du sagst. Schlussendlich ist es eine Erziehung, nicht für die Kinder nur, sondern für die Eltern genauso. Und das ist eine Investition in das Leben des anderen. Und man wächst hinein. Mit den Jahren bildet man eine Gemeinsamkeit. Und das ist sogar, da entsteht die Beziehung, da entsteht Vertrauen. Und das ist die Basis für spätere Jahre, wo man einfach die Zeit miteinander schon genießen kann. Am Anfang ist es vielleicht, ich habe so viel zu tun, muss jetzt hier sitzen, so ungefähr. Aber später hat man investiert in die Beziehung und dann genießt man das. Eben, genau. Dann ist das Kind, wenn das größer wird, hat man etwas, worüber man sprechen kann. Ne? Ja. Weil ansonsten ist es gemeinsame Erinnerungen. Das ist auch dann an der Stelle, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und spricht und lacht über das, was man gemeinsam erlebt hatte. Ja. Das ist wirklich klasse. Ne?